Willkommen zurück zu Samurai Warriors 4, der letzte Part im Chronicle Modus quasi, weil die Reise Japans jetzt hier mit diesem Part endet. Wir haben die Kanto-Region letzte Part gemacht und jetzt reisen wir noch in die Osho-Region, das ist die Region von Masamune Hundatsu gewesen und ja, damit schließen wir es ab. Haben wir noch die ganzen Cutscenes von Chronicle Mode und dann ist das Let's Play auch endlich abgeschlossen. Ja. Ja, ein bisschen was haben wir da noch? Ne, die Biografien interessieren mich jetzt nicht. Wollte nur meinen Charakter wechseln. Ich wollte nur den Charakter wechseln. Wir machen es jetzt sogar so, dass ich in jeder Schlacht einen anderen Char verwende. Es war einfach nur mehrere Charaktere sehen. Ja, zeige ich mal Zhao Yun. Warum nicht? Zhao Yun! Oh, der ist mir so gut gelungen, Mann. Ist das überhaupt die letzte Region? Ja. Ah, das ist eine riesige Region. Ja gut, Freunde. Haben wir was zu tun, was? Pursu. Renowned Officer. Nein, keine Rückzugsmission, bitte. Danke. Ist hier, bei dem. Ist das? The battlefield seems to be in total chaos. Display your might to those officers who have yet to witness its splendor. Conquest. Mal wieder was ganz anderes. Conquest Tohoku. Ach, ist gar nicht die Osho-Region. Tohoku? Ja, Chaos heißt Tohoku. Ist meine Fresse. Tut mir leid, wenn ich da was Falsches jetzt gesagt habe. Defeat Masanobu Honda and ensure that Yosada Oyamada reaches target point. Alles klar. Das ist echt Classic Zhao Yun. Ich finde, Spielstil passt ein bisschen zu ihm. Hat halt auch so ein Speer. Das sieht so gut aus, ne? Habe ich echt gut hingekriegt. Sieht aus wie Dynasty Warriors 6. Yeah. Kämpft tatsächlich genauso wie Dings. Wie hieß er? Wie hieß er? Sagt es mir. Joe und Takahashi, genau. Mit dem wir auch schon mal gespielt haben. Wow, der Schwierigkeitsgrad. Was ist los? Schwierigkeitsgrad geht end ab, ey. Aber nichts mehr zu lachen. Stimmt, Hanbei hätte ich nur austauschen können. Oh, das machen wir gleich, keine Angst. Wow. Das ist wirklich schwer hier. Nicht umsonst die letzte Region, Freunde. So wie ich das letzte hier. Alter, was geht ab? Könnt ihr bitte noch mehr Schaden machen? Das ist mir ein bisschen zu wenig, der Match. Ich wäre froh, wenn es noch ein bisschen schwieriger wäre. So lächerlich. What the fuck, Alter. Right through the ambush troops. Ja, Hanbei bricht hier gleich nicht mehr durch. Durch die ambush troops. Ja, kein Wunder, hier ist auch Tatakatsu Honda. Ja, gut. Du Scheiße, wie soll das denn schaffen? Oh mein Gott, Freunde, das ist sehr schwer. Ich muss mich richtig konzentrieren jetzt. I'm sorry. I'm so sorry. Alter, das ist hart. Ja, der Musu ist verdammt gut von Hanbei. Kann man nicht anders sagen. Der Musu ist einfach klasse. Ja, hier ist wieder ein bisschen Leben. Sehr schön. Bam. Eieiei, oh mein Gott, what's going on hier? Naja, wenigstens keine Rückzugsmission, ne? Aber dafür eine richtig schwere. Alter, aber da hinten ist wieder was zum Regenerieren, zum Heilen. Und damit sollte ich mich beeilen mit dem Heilen. Okay. Musst du hier den Musu, um die schneller hier zu vernichten. Torrichter und auch den Standard Bearer. Und goodbye. Yeah. Sehr schön. Ist auch noch ein Offizier. Ich weiß gar nicht, was wir überhaupt machen sollen. Conquest. Einfach jeden Verbündeten helfen und dann die Flucht ergreifen oder was? So war es ja schon mal in Osaka Castle. Das war auch so schwer. Ja, wir schauen einfach mal. Ich werde einfach mal hier ein bisschen um die Map reisen.
Wenn ich einen Offizier finde, hau ich ihn gerade in eine Pfanne. Ich denke, damit kann man nichts falsch machen. Taro Fuma und Uchiha Hojo sind erschienen. So. Ja, ich hoffe, die machen nicht allzu viel Stress, ne? Ja, ich kann ja jetzt nicht einfach mal hingehen. Bin ja ganz woanders. Dann mache ich das jetzt systematisch. Von unten nach oben. Ach, hier ist der Boss. Ja gut. Masanobu Honda. Dann bringen wir es gerade hinter uns. Kein Problem. Nichts leichter als das. Wir haben gerade so viele Buffs aktiv. Auch verteidigungstechnische Buffs. Deswegen können wir uns hier sogar vielleicht einen Fehler erlauben. Und das war's. Ja, zwei feindliche Offiziere muss ich noch besiegen. Dann können wir erst die Flucht ergreifen. Oh, es ist wirklich interessant. Drei Verbündete dürfen nicht sterben. Katsu Murai, du bist mein nächstes Opfer. Bam. Was ein cooler Angriff. So, der macht Tanbei weiter. Ach, guck an, der muss es hier mit Kotaro Fuma aufnehmen. Uncool. Durchaus sehr uncool. Ah, er überlebt natürlich. So, das waren zwei Offiziere, wenn ich mich nicht verzählt habe. Ich glaube, da muss man keine Ass in Mathe sein, um das herauszufinden. Das reicht. Er stellt echt 1 und 2. Ach nee, das ist, glaube ich, nur die Hojo-Armee, damit ist gemeint. Kotaro und Uchiyasu Hojo. Oder ist Lady Hayakawa auch damit gemeint? Keine Ahnung. Ich gehe jetzt in meinen Rage-Mode. Ich muss schneller hier in der Falle zauern und dann machen wir da oben noch ein bisschen weiter mit. Ciao, Jun. Und yeah, Wirbel, Zwirbel. Spin to win. Hä? War ja nicht eine Schatzkiste oder so? Nee. Aber sowas Schönes. Nee, wir müssen tatsächlich Uchiyasu Hojo besiegen. Na dann. Kein Ding. So, jetzt ist er in Defensive gesunken, weil er die ganze Zeit in diesem Pfeilhagel ist. Und das war sein letztes Gebet quasi. Okay. Yorisada Oyamada darf nicht besiegt werden. Ja, was muss ich denn jetzt machen? Mit Yorisada Oyamada oder wie der heißt. Ha! So, jetzt zum Fluchtpunkt ist gut. Hier ist er doch. Weiß nicht, wie ich dir helfen soll jetzt. Oh, ist das merkwürdig, Freunde. Target Point. Ja, wo ist der? Ach, da. Bin ich ja doch hier richtig. Wow, ist aber verdammt weit, ey. Das sind, glaube ich, wirklich die schwierigsten Missionen. Du musst halt so viele beschützen. Es kommen verdammt viele Gegner und dann musst du dir auch eskortieren. Eieiei. Na gut. Du musst, glaube ich, wirklich jede einzelne Truppe hier aus dem Weg räumen, sonst bleibt ja stehen und will hier gegen die kämpfen. Ne, die hat er jetzt tatsächlich ignoriert. Ja, okay. Jetzt will ich nur auf Flucht. Sehr schön. Heilen wir ihn, die noch gerade hier vom Leibe. Yorisada Oyamada. Jetzt mir scheißegal, ob Kagesaki stirbt. Das ist nicht der, den wir unbedingt beschützen müssen. Ey! Der hat hier ein Poisting gemacht. Habt ihr das gesehen? Junge! Ganz gleich ein Poisting machen, wenn er das Ziel erreicht hat. Jetzt den Grund zu feiern. Dann können wir ein Kaffeekränzchen machen, aber jetzt nicht. Mein Freund. Ha? Komm, es ist nicht mehr weit. Ja, we did it. Komm, ich schieb dich noch ein bisschen an. Perfekt. Alle Offiziere haben sogar überlebt, auch dieser KG.
Sind da schlechte Waffen. Also die 98er, die ist ganz okay. Aber sehr wenig Attribute. Ich behalte es trotzdem mal. So, jetzt switchen wir wieder die Charaktere durch. Nein, Masanobu-Honda, du sollst nicht in meiner Armee aufgenommen werden. Ja. Schauen wir mal einmal. Luxon. Ah, der sieht auch gut aus, ne? Ist mir auch richtig gut gelungen. Muss man einfach mal sagen. Vor allen Dingen, ich mag seine Waffe. Diese Doppeldolche, die sind wirklich verdammt stark. Ob ihr es glaubt oder nicht, die sind echt stark. Wen können wir noch ein bisschen aufpushen? Nene war, glaube ich, da. Ja. Die hatten wir auch nur einmal genommen. Insofern wird es mal wieder Zeit, Boys. Gehen wir mal nach da ganz oben hin, was? Da ist ja gar nichts. Na gut, dann nicht. Guck, jetzt sind wir sogar hier. Bei den Uesugis. In Ichigo. Das kann man doch mal machen. Ah, ist glaube ich auch wieder nur Passu, ne? Ach. Und er startet direkt beim Target, Freunde. Ja, Freunde. Diese Fluchtmission. Aber der Dolch ist geil. Feuer- und Eiselement, weil der eine ist halt ein Feuerdolch und der andere eben nicht. Das ist schon ziemlich cool. Oh, jetzt kann ich euch das Moveset gar nicht richtig zeigen, ne? Guckt euch das mal an. Auf dem Pferd schon. Pferd sind die Moves schon so cool. Ja, Luxon ist echt vom Moveset einer meiner Lieblingscharaktere in Samurai Warriors 4. Ne, ernsthaft, Mann. Macht richtig Laune, mit diesen Dolchen zu spielen. Guck mal, das ist auch irgendwie so Luxon-mäßig. Boah, er rastet komplett aus mit Musu. Feuer- und Eiselement. Das ist wirklich echt nicht schlecht. Das ist echt nicht schlecht. Okay, jetzt müssen wir uns leider hier ein bisschen beeilen. Das ist so cool, ey. Das hätten sie mal echt beim richtigen Charakter machen können. Dieses Moveset. Nee, diese Dolche gibt's ja gar nicht. Kannst du nur halt deinen eigenen selbstgestellten Charakteren geben. Aber da hätten sie ruhig wirklich einen extra Charakter noch ins Spiel bringen können, der dann eben halt diese Dolch hat. So cooles Moveset. Naja. Leider kann ich euch nicht mehr davon zeigen. Wir müssen Kakatsu Uesugi hier besiegen. Ansonsten flieht er und dann ist wieder Ende im Gelände. Bam! Feuersäule mit Eishagel. Tja, wenn er halt schwitzt in der Feuersäule, kühlen wir halt noch ein bisschen ab, ne? Das ist der Gedanke dahinter. Wir sind hier sozial. Selbst zu unseren Gegnern. Joa, Alter, die Bogenschützen. Übertreibt halt komplett. Alter, ich gehe jetzt hier nochmal in Rage Mode. Der braucht zwar nur einen Hit. Na, die Bogenschütze mich hier wieder kommen, Mon. Da war's das. Ah, verdammt geiles Moveset hier. Diese Doppeldolche. Guck mal, eine ist auch rot, der andere ist blau. Feuer und Eis. Echt verschwendetes Moveset, leider. Kann ich nur immer wieder betonen. Yeah. Ich denke, zwei Fights machen wir noch. Aber dann sind wir auch wirklich durch. Ach, guck, jetzt da oben mehr los. Hey, Kenshin, was machst du denn hier? Wir müssen fliehen, ja, das nehme ich gerne. Hauptsache nicht. Eine Fluchtmission für den Gegner. Ah, jetzt habe ich die Charaktere nicht gewechselt. Naja, ist in Ordnung. Ich wollte eh nochmal Luxon. Ah, das war mir zu wenig. So ein gutes Moveset muss nochmal gezeigt werden. 完全な布陣などない。
Diese Map hatten wir wirklich schon ewig nicht mehr. Was ist denn hier eine Map aus Kyushu eigentlich? Ja, ist ja auch vielleicht machen wir da noch drei Maps. Schau mal. Das ist auch so ein geiler Angriff, ne? Ernsthaft, eure Meinung zu diesem Moveset gerne in die Kommentare. Das ist so cool. Und das Schöne ist, diese Dolche, die hast du direkt schon am Anfang zur Verfügung. Kannst direkt schon deinen selbst erstellten Charakter geben. Habe ich auch direkt gemacht. Mag sie lächerlich anhören, aber Lubu war halt einer der ersten Charaktere, die ich gemacht habe. Und der habe ich da diese Dolche gegeben. Passt überhaupt nicht zu ihm, aber ich fand das Moveset halt so cool. Ja, das ist so geil, oder? Mann, Samurai Warriors 5, please. Ein Charakter mit diesem Moveset. Darf doch hoffen, oder? Man darf doch hoffen. Nee, nee, ich rette dich. Alter, wie die gerade durchgepimmelt wird. Das ist ja voll Gewaltigung. Ah, okay. Kennst du genau, ey, uns? Ah, ja, Alter, mit Beine, mit Aura, ey. Come on. Ja, das ist doch alles unfair. Rescue the allied officer and defeat the enemy officers. Nee, ich dachte, ich soll die enemy officers streicheln. Gott, die Eier, die sind aber widerspenstig hier. Jetzt ist sie zum Glück down. Ach, hier waren Standartenträger. Hätte ich nur in der Pfanne hauen müssen und dann wäre das Gebiet neutral gewesen. Und ich glaube, da hätten die Aura gar nicht gehabt. Naja, ich mache mir wieder das Leben extra schwer. Ist eh klar. Typisch ich. Wenn es schwer genug ist, dann mache ich es mir schwer. Gott, was geht da draußen ab? Hört ihr das? Alter. Ich mache eine Aufnahme. Schnauze. Was war das, ey? Wir, die fangen da jetzt an zu bohren, ey. Come on. Living in der Großstadt, Freunde. So ist das. Wir müssen nur fliehen, ne? Ja gut, dann greifen wir die Flucht. Ja, jetzt habt ihr das Moveset auch langsam kennengelernt. Das reicht fürs Erste. Hallo? Ist hier wer da? Hallo? 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 Es geht nicht weiter. Keine Ahnung, was da los ist. Mann, da muss doch jetzt einer kommen. Come on, Bro. Ich würde gerne fliehen. Ich bin jetzt hier. Was ist los? Ich würde gerne die Flucht ergreifen. Ist das zu viel verlangt? Scheinbar schon. Wir müssen die Schlacht nicht mehr gewinnen, Luxon. Wir müssen nur fliehen. Mann, ey. Was ist denn hier los? Ah, da ist er. Okay. Wie machen wir es jetzt? Verteidigung senken und dann noch ein bisschen Gun Support. Oh, und tschüss, Mann. Das müsste reichen, oder? Der Angriff ist so insane mit der Flammensäule und den Eissage. Trotzdem nicht gereicht. Come on, what? Na gut, wir haben's. Der Luxon sieht halt aus wie in Dynasty Warriors 3 oder 4. Oldschool Luxon. Ich finde, der ist mir auch ganz gut gelungen. Könnt ihr ja nachbauen, wenn ihr wollt. Einfach Video pausieren und nachbauen. Wenn euch ein paar Charaktere davon gefallen. Ist ja nicht so schwer. So, jetzt change mal wieder die Charaktere. Wie gesagt, zwei Maps machen wir noch. Egal wie lange der Part geht. Ja. Ich würde sagen, wir nehmen noch Xu Huang und Meng Huo. Oder Orchi? Ne, Orchi sieht echt scheiße aus. Susanoo sieht noch ganz nice aus. Aber als nächstes gibt's eh Warriors Orchi und haben wir noch genug von den Kollegen hier.
Na komm, wir gehen mit Xu Wang und Meng Hua. Vor allen Dingen, die sehen richtig nice aus, wie ich finde. Erst Xu Wang und dann Meng Hua. Second Charakter noch ändern. Ist hier nur einer, der nicht die wertvoll hat, vielleicht? Ja, no. Oh no. Noah als einzige. Ja, komm. Dann leveln wir Noah jetzt noch ein bisschen nebenbei und dann passt das. Ja, Retreat-Mission, weil ich sie so liebe. Scheiße, Retreat-Mission. Was ist das für ein Kollege da? Hallo. Hallo. Ich will doch nur den Kollegen herausfordern. Ich jage ihn. Ah, wäre das eine Retreat-Mission, Freunde? Nein, please nicht. Nein, das ist eine Retreat-Mission. Aber wir müssen fliehen. Okay, never mind, dann ist okay. Kakatsu, Usugi und sonst kein Nennenswerter dabei. Alles Klärchen, Wundermärchen. Der ist jetzt keine helle Bade wie ganz früher in der alten Dynasty Warriors Style. Der hat jetzt so eine Waffe wie halt heutzutage. Der Xu Wang. Könnte auch sagen, Guan Yu Waffe. Aber ja, eine bessere Waffe gab es da nicht. Das ist die passendste, die ich ihnen geben konnte, Freunde. Wenn ich jetzt hier mal schaue, Player Characters, genau hier. Protectors Blade heißt es. Ja. Feuerelement. Das ist aber eine kleine Map, das ist ganz gut. Der Vater auch nicht mehr allzu lang. Ich meine, ich habe kein Problem damit zu überziehen. Aber manche sind vielleicht dann von der Länge abgeschreckt, keine Ahnung. Verstehe ich sowieso nicht, wie man von irgendeiner Videolänge abgeschreckt werden kann, weil selbst wenn ein Video 3 Stunden lang ist, musst du auch nicht in eins gucken, kannst ja dir einteilen. YouTube ist sowieso clever und merkt sich den Zeitpunkt, wo man das Video beendet hat. Das heißt, wenn man das Video nicht ganz gucken möchte oder nicht ganz gucken kann aus zeitlichen Gründen, dann schließt man einfach das Fenster und am nächsten Tag oder so, und dann ruft man genau das Video wieder auf und kann dann da gucken, wo man aufgehört hat. Das ist viel besser als eine DVD oder so. Eine DVD, wenn du die rausnimmst, die merkt sich nicht, wo du zuletzt warst. Aber YouTube kann das, deswegen verstehe ich das nicht. Dass manche von irgendwelchen Videolängen abgeschreckt sind. Naja. Bei mir ist es nicht so, ich bin definitiv nicht von irgendeiner Videolänge abgeschreckt. Ich guck's dann halt meistens über ein 1 durch. Wenn es ein langes Video ist. Wenn nicht, dann nicht. Dann guck ich's halt nach. Alles schon mal vorgekommen, Freunde. Aber gut. Das ist jetzt auch ein bisschen zu viel off-topic. Yeah! Das ist eigentlich ein ganz cooles Moveset, ne? Nur er hat 3 nutzlose Elemente, glaube ich, drauf. 3 nutzlose Buffs auf dieser Schatzwaffe. Weil die gelben Buffs, die sind meistens nicht so gut. Irgendwie Angriff zu Pferd hoch und ich glaube, man kann bessere Waffen oder Items mit dem finden. Ah, bringt mir nicht viel. Nicht ganz ehrlich. 1000 und der letzte, der hier steht. Last Man Standing. Schicke Sahne-Date. Was ist mit dir? Da. Okay, dann würde ich sagen, machen wir uns jetzt auf und fliehen eine Runde. Ne, hier ist auch noch ein Dude. Und hier können wir auch noch gerade vernichten. Easy. Easiest win of my life. Die Schlacht ist wieder super einfach. Vergleich es mal mit dieser Conquest-Mission. Wo die einen direkt eine Ansage gegeben haben und direkt in den roten Bereich gekloppt haben. Mit einer Kombo. Iron Lady Hayakawa. Ja, interessiert mich nicht, die beiden. Und mein Ziel ist schon so nah jetzt. Ja, was geht's? Wo ist der Boss? Wo ist der Boss? Nein, wir müssen die nicht rausnehmen.
feindlichen Verstärkungstruppen. Müssen wir nicht, Xuguang. Nur schlaberst du. Komm. Die rastet ja wirklich komplett aus. Ich dachte, das ist ein Joke. Die rastet ja wirklich komplett aus. Scheiße. Ja, wir müssen die erst wieder besiegen, glaube ich. Nee, da ist sogar der Endboss. Na komm, bis ich angefangen habe, bringe ich auch zu Ende. Da geht's down. Yeah. Masukase, please. Danke. Nein, der Boss ist ja ein Witz. Ist ja nicht mal ein nennenswerter Offizier. Oh, das wird ja richtig easy. Come on. Schwächst sogar noch deine Defensive. Sie hat schon die Hälfte weg. Xu Wang ist einfach zu stark. Ja, der Angriff ist ziemlich cool. Und da haben wir's. Das sieht wirklich gut aus, oder? Habe ich gut hingekriegt. Okay, die allerletzte Schlacht von Samurai Warriors 4 machen wir jetzt. Danach gibt's nur noch Cutscenes. Nein. Dich nehme ich nicht auf. Ja, da oben, das können wir noch machen. Aber erstmal Character Change. Meng Huo. Der König der Namantruppen. Ja, natürlich die Waffe von Masanori Fukushima. Ist halt so ein Haro drauf Typ. Und kann auch so ein bisschen mit der Säule vergleichen. Die Säule in Dynasty Warriors 9. Oder in Dynasty Warriors 6. Die er da hatte. Deity's Wrath. Okay, defeat Keiji Maeda and ensure that Meng Huo reaches the retreat point. Wir müssen fliehen. Die allerletzte Schlacht, Freunde, genießt es. Kenshin ist dabei und Kaikatsu, Usugi und Aya. Na, dann geht's mal los. Meng Huo. Das sieht eigentlich auch ganz cool aus, ne? Passt. Passt ganz gut zu ihm. Hat gut hingekriegt. Ist nur nicht fett genug, sag ich mal. Ja, ich brauche hier ein paar Buffs, glaube ich. Denen ist wirklich nicht mehr zu spaßen. Meng Huo, lass die nicht einfach so unterkriegen, Mann. Rescue the Allied Officer and defeat the Enemy Officers. Ja, wo sind die Allied Officers? Das war der schon, ne? Karaktora, Usugi. Nice. Gott. Hier ist aber viel los. Vor allem, wenn ich auf die Karte gucke, da im Nordosten. Was ist das denn, ey? Das ist eine ganze Burg, aber randvoller Gegner. Uch. Uncool. Was ist hier noch her? Ach, guck, Kenshin habe ich. Was? Ich habe die alle vergessen? Warum macht das nur gerade? Goodbye. Wann ist alles? Nein. Was? Wieso halten die denn so viel aus? Okay. Meng Huo. Du weißt, was zu tun hast. Er ist ein bisschen sauer auf mich, dass ich keine Elefanten für ihn habe. Aber das Pferd muss reichen. Das beste Pferd Japans. Das beste Pferd Japans. Es liegt dir zu Füßen. Darf's drauf reiten. Ich möchte aber lieber einen Elefanten. Naja, Meng Huo. Wir wissen das alle. Und bam. Einfach mit Fist zugeschlagen. Das passt auch irgendwie zu ihm. Und tschüss, Mann. War schon direkt alle in die Pfanne gehauen. Ja, Meng Huo räumt ordentlich auf. Ah, nee, Aya hat gar nichts zu schaden. Komm, die hat alles geblockt, wie es scheint. Alles geblockt. Na gut. Na gut, na gut, na gut.
Jetzt müssen wir, glaube ich, da rein, in diese riesige Burg. Naja, wir müssen eigentlich nur fliehen. Ich will mir das trotzdem mal geben. Was ist denn da los, Alter? Gibt's doch nicht. No struggling. Na, geht. Sie hat noch ein Drittel des maximalen Lebens. Boah, guck das mal an. Wie viele Gegner hier drin sind. Ja, nee, ist klar. Was ist hier für eine Versammlung? Hier geht Party ab. Ja. Eieieiei. Wow. Ja, ist klar. Facebook-Party oder was? Wow. Oh mein Gott. Hier kannst du viele Kills kriegen. Aber gut, ich denke, das ist genug. What? Hyper-Attack regelt halt, ne? Einfach nur Dreieck drücken. Mehr musst du nicht machen. Tschüss, ich habe noch was Wichtiges zu tun. Viel Spaß noch bei der Fete. Ich gehe, ich war eh nicht eingeladen. Mich selbst eingeladen. Nur um die Party zu stürmen. Okay. Du kriegst jetzt wirklich alles zu spüren, mein Freund. Du kriegst jetzt alles ab, KG. Und yeah. Meteoritenring. Passt irgendwie auch ganz gut zu Meng Huo, ne? Weil Su Hong, seine Frau, ist ja die Tochter des Feuergottes. Oh, das ist echt cool. Damit haben wir's. That's it. Gut, Freunde, würde ich sagen, Daumen hoch, falls euch das gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Wenn's die Zwischensequenzen gibt. Das war die Reise durch Japan. Ich hoffe, es hat euch sehr viel Spaß gemacht. War ganz lustig. Ein paar Maps haben sich zu oft wiederholt. Es gab einfach zu viele Retreat-Missionen. Aber sonst hat es mir sehr viel Spaß gemacht. Und hiermit geht's dann weiter. Event-Scenes. Ab den nächsten Part. Macht's gut. Haut rein.